Kapitel Nummer 6, der Schlüssel zur Vergangenheit. Herrje, Elena, wo bist du? Munition brauchen wir keine und irgendwie habe ich wieder all meine Sachen verloren. Ah, Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist. Okay, wir bekommen schon wieder Besuch. Erstmal den hier holen. Sehr schöner Schuss. Noch ein wunderschöner Schuss. Der nächste hier oben. Mann, bin ich heute gut. Man sieht es. Nathan Drake in Hochform. Wir sammeln Lebensenergie und wir machen uns bereit für den finalen Kill daneben. Der Lauf ist vorbei. Verdammt! Alles klar, den hätten wir. Okay, Munition hier drüben. Was haben wir hier so? Ja, AK nehmen wir mit. Deine Munition würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen, aber irgendwie... Ach, hier. Ist ein bisschen weggeflogen. Granaten, sehr gut. Immer schön zugreifen und nehmen wir die hier nochmal mit. Okay, wir müssen nach oben. Hier können wir nichts finden, nichts mitnehmen. Oh nein, hinter mir! Deckung! Plan B. Die sollte sitzen. Komm schon! Verdammt! Ganz weit nach hinten. Ich versuch's. Okay, zu weit nach hinten. Ein bisschen zu weit nach hinten. Aber dennoch schöner Flug. Holy shit. Aber hier hinter der Kiste haben wir die ultimative Deckung. Von beiden Seiten können wir uns hier verteidigen. Und da war er. Der tödliche Schuss. Mikro. Was hat der hier drüben? Sehr gut. Okay, nochmal hier in jede Ecke reinschauen, nochmal so eine Drehung machen. Was können wir hier tun? Was ist das? Wir machen da unten ein Tor auf. Immer so nervös. Drake, was ist los? Die Frage ist jetzt nur, gehen wir hier nach oben? Können wir hier nach oben? Okay, wir müssen so oder so nach unten. Ich habe gedacht, wir können jetzt hier den Turm erklimmen. Der sollte ja besonders wichtig sein. War aber wohl nur Deko. Nix. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, rennen wir auch noch da drüben hin. Und wieder nix. Was kann man hier tun? Keine Ahnung. Ein geheimer Weg? Wir werden es nie erfahren. Wieso? Weil ich so bequem bin. Na gut, schauen wir mal, was wir da unten finden. Wahrscheinlich jede Menge Feinde. Ich hab da so eine Ahnung. Hallo? Jede Menge Feinde. Nein? Na gut. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Okay. Ach, hier oben. Ich dachte eben gerade, wo? Wo siehst du denn hier ein Symbol? Aber jetzt macht das alles Sinn. Ich habe auch einen Weg gesehen, also wir können hier so ein bisschen nach oben klettern. Der Sprung eben gerade war extrem elegant. Ja, dann hier hin.
Wir stöhnen mit. Da war ein Vogel. Und ich greife hier schön in die Vogelkacke rein. No, no, no! Hui! Okay, wir leben noch. Und wir haben einen neuen Weg. Einen neuen Weg hier nach oben. Denn auf die Seite wollen wir. Jetzt können wir im Grunde hier hin. Na gut, wir können hier nicht so rumgreifen. Wir müssen wohl einen weiten Sprung machen. Das sollte aber kein Problem sein. Sehr gekonnt. Nein. Oh, ich dachte, wir fallen nach unten. Ich fall nach unten. Klettern. Natürlich. Was könnte schlimmer sein? Aber man sieht es ja auch so. Die Kamera, die ist so ein bisschen langsam. Die hinkt immer so ein bisschen hinterher. Und ich finde auch, die Steuerung ist extrem ungenau. Ja, hier, er geht einfach nach vorne durch die Animation, dass er eben nach oben greift. Hierhin? Ja, hierhin. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Überall so ein bisschen Vogeldreck. Auch irgendwie nett. Die Möwen. Da sind sie schon wieder. Springen! Hui! Okay, wir kommen doch nach oben. Wir ersteigen den Turm mit kleinen Umwegen. Und hier können wir sogar rein. Und wenn wir jetzt hier drin sind, dann können wir hier nach drüben. Na gut. Hier nach oben. Ich bin so frei. Danke. Tja, und so schnell kann man einen Schlüssel finden. Und einen Weg nach unten. So, wir haben den Schlüssel. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch im Grunde Elena. Und das Tagebuch. Das Tagebuch könnten wir auch gebrauchen. Und ich wette, jetzt müssen wir da drüben hin. An die Tür mit dem Symbol. Würde am meisten Sinn ergeben. Ah. Nein? Okay. Ich hätte so gerne ein bisschen Gold. Nur so ein bisschen. Silber. Silber würde ich auch nehmen. Mittlerweile bin ich soweit. Wo sind wir hier? Im Gefängnis. Wo zur Hölle ist sie? Was haben wir hier drüben? Nehmen wir gerne mit und ich würde sagen, wir behalten erstmal noch unsere Waffe hier. 7 Schuss. Und wenn man so viel Munition findet, dann findet man auch jede Menge Deckung. Und wenn man so viel Deckung findet, dann findet man auch jede Menge Gegner. Gut, legen wir los. Sehr guter Wurf. Das muss man ihm lassen. Okay. Auch nicht übel. Oh Mann. Die können was. Oh yes. Noch mehr von denen. Granatenwerfer, ich weiß. Heben wir uns auf. Alles klar, die flankieren.
Der eine macht eine Rutsche und... noch am Leben. Oh Mann. Kommt schon, Granaten, ja? Oh, yes, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Also, die Granaten nehmen wir mit. Sollen wir die AK mitnehmen? Oder sollen wir es nochmal hier mit der Shotgun versuchen? Ich versuch's noch einmal. Und hier wieder schön in Deckung gehen. Ich habe eine Idee. Ich will was probieren. Und zwar, wenn ich Glück habe, dann kriegen wir den da oben. Oh yes, ich habe ihn getroffen. Der Schuss meines Lebens. Gleich bist du tot. Oh Mann. Rollen! Hey, wir bekommen hier so aufs Maul. Ein schöner Flug. Muss man ihm lassen. Hat auf jeden Fall Stil. Lebensenergie, ich brauche Lebensenergie. Sie kommen wieder hier drüben. Alle auf der Seite. Ich versuch's mit einer Granate. Immer diese Beleidigung. Habe ich einen weggeholt? Das klang ganz gut. Okay, die Shotgun, die haut rein. Kann man spielen. Auf jeden Fall. Wo denn? Wo treffen die mich denn so gut? Erstmal hier Lebensenergie. Einer weniger. Drei Schuss. Noch einer weniger. Ich bin voll im Rennen. Los, in Deckung! In Deckung! Von wegen! Ein Auge. Okay. Ein Auge, hält aber eine Menge Kugeln aus. Der letzte Mann da hinten. Natürlich einer mit einer AK in der Hand und ich wette, dann kommt noch eine Welle. In Ordnung. Durch oh Mann. Ong Jing. Ich muss unbedingt mal nachschlagen, was das bedeutet. Okay, wir nehmen hier die AK. Das könnte helfen. Was haben wir hier drüben? Munition. Ich brauche noch viel mehr Munition. Die Wes. Sehr geil. Hui, das war wieder eine Nummer. Erstmal hoch damit. So, und dann... okay, hier müssen wir uns beeilen. Kein Problem, denn ich will noch ganz schnell hier drüben hin. Denn da hinten, da sehe ich doch was funkeln. Da sehe ich doch was funkeln. Freunde, ich bin reich. Eine Münze. Eine spanische Münze. Nicht mal Gold, nur Silber. Der Ruhestand kommt. Okay, wieder hier hin. Sein Gestöhne dabei. Okay, keine Gegner in der Nähe. Was habe ich ihm gerade gesagt? Keine Gegner in der Nähe. Bis dann. Genau zwischen die Augen. Boah, der dicke Mann mit der Shotgun. Und ich muss nachladen. Hui, zwei von denen. Einer von denen nur noch. Yo. Ich hab ihn. Ich meine, ich hab ihn. Keine Kugeln mehr. Und eigentlich wollte ich Muni... wow, was für ein Wurf.
Eigentlich wollte ich hier Munition sparen mit der. Aber man sieht, ich brauchte sie. Na bitte. Wir nehmen die Moss mit. So. Ich hätte so gerne mehr Munition für die Wes. Das wäre ein Traum. Das ist doch ein schlechter Scherz. Aber jetzt bin ich mal dran. Jetzt bin ich mal dran. Noch jemand am Leben? Wo denn? Ach, hier oben steht der Mann. Verdammt! Hey, der Dicke hier unten mit der Shotgun kann so gut zielen und so viele Kugeln wegstecken. Ich würde sagen, wir haben alle erledigt. Wow. Gut. Wie man sieht, mein Plan geht auf, denn wir sind noch am Leben und ich würde sagen, wir finden hier auch bald Elena. Irgendwo muss die Kleine hier rumrennen. Oh nein, wieder jede Menge Munition. Die sind nicht spanisch, die sind englisch. Wow. Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake. Wow. Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Da ist er! Au! Okay, wir haben neue Informationen. Wertvolle Informationen, wie man sieht, denn ein dicker Mann will sie verteidigen. Boom! Was du kannst, können wir auch. Tja, nur ein Mann. Ein bisschen wenig. Jetzt bin ich wieder hier. Das muss Drakes Turm sein. Der geheimnisvolle Turm. Gehen wir hin. Aber erstmal müssen wir rennen. Oh Mann. Ich habe neue Lebensenergie. Ich habe so wenig Munition. 9 Schuss mit der hier. Und halt dann noch die Wes. Und damit eben auch wenig Munition. Also keine gute Kombo. Am besten wir warten hier, bis sie reinkommen. Und dann... wusch, holen wir sie weg. Au. Und wieder in Deckung gehen. Einer hier drüben und noch einer hier drüben. 2 Mann noch am Leben. Sollten wir doch hinkriegen. Alles klar, keine Munition mehr. So schnell ist dann wieder meine Waffe hier leer. Deswegen nehmen wir hier die AK mit. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss sie mitnehmen. Moment, können wir hier drüben ran? Ja. Nö. Einen anderen Weg finden. Oh, nee. Bin ich jetzt wieder hier unten gefangen? Das wäre ja mies. Das wäre ja richtig mies. Moment, wo komme ich denn hier hin? Ja genau, hier sind wir hergekommen.
Aber wir wollen ja da oben in den Turm hinein. Hier komme ich nicht durch. War denn hier ein Weg? Schwer zu sagen. Also hier wollen wir hin. Na gut. Gehen wir mal hier durch. Könnte sein, dass wir, wenn wir hier durchgehen, wieder mal in den Hof kommen. Da, wo der Turm war. Und dann eben da den richtigen Weg finden. Nein, tun wir nicht. Na gut, die Tür ist zu. Eine Tür ist immer ein ganz deutliches Zeichen, dass wir hier nicht weiterkommen. Bedeutet also, wir müssen doch irgendwo hier nach oben. Na gut. Den ganzen Weg nochmal. Kann das wirklich sein? Ja, wir können hier ran. Ah, Mann. Also, hier nochmal durch. Jetzt bin ich hier. Ich will hier drüben zu dem Turm hin. Da muss es einen Weg geben. Während wir hier gehen, können wir noch so ein bisschen drüber nachdenken. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch wirklich keinen Vorsprung oder so gesehen, dass wir da auf die andere Seite dran können. Es könnte aber auch sein, dass ich ein bisschen blind war. Okay, Freunde, hier werden wir wieder in dem Raum hier drüben noch Munition mitnehmen. Der dicke tote Mann. Jetzt sind wir wieder hier oben. Ja, genau, hier wollen wir hin. Mach keinen Scheiß. Okay, Moment. Wenn ich hier hingehe, dann komme ich hier nach oben. Konnte man wirklich wieder leicht übersehen, aber eben gerade lief es dann doch ganz gut. Dann kann ich hier hin. Tja, man sollte immer erst nachdenken und dann springen. Oh Gott. Spring nach hinten! Wo kann sie sein? Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Na gut, Moment, wir können hier hin. Ich denke mal, wir müssen sogar hier ein kleines Stück nach unten, damit wir hier hinkommen. Ja, funktioniert. Ein sehr komplexer Weg, wie man sieht. Sehr komplex. Und jetzt, wo können wir jetzt hin? Nein, hier drüben nicht. Also wieder hier, dann hier an der Seite. Ich sehe den Weg. Die Vogelscheiße markiert den Weg. Wie damals bei Assassin's Creed. Oh nein! Oh nein! Ist doch alles... What? Ich wollte sagen, ist doch alles gut. Dann fallen wir nach unten. Wie Amateure. Alles klar, wieder hier hin. Beeilung, hier rüber. Nach oben gehen. Doch hier hin. Funktioniert. Allein dieser Sprung. Was macht er hier? Merkwürdig in die Luft greifen.